herzlich willkommen Leute bei einem weiteren Ründchen Unranked to Die. Mit schön, dass ihr dran gedacht habt, einzuschalten hier auf eurem Kanal für High Quality Gameplay. Wir nehmen natürlich das Game direkt an und sehen mal wieder, wie letztes Mal auch, erstmal die Pick- und Bannphase ganz kurz. So, die Gegner bannen als erstes. Wir sind wie heißt die Map denn? Karn-Bann auf jeden Fall bei den Gegnern. Wie heißt die Map? Cassie-Bann direkt bei uns. Willow wird gebannt von den Gegnern. Und Drogos bei uns. Das ging fix. Die Map heißt irgendwas mit Stein. Ich hab's vergessen, Alter. So, Makoa wird als erstes gepickt bei den Gegnern. Wir dann Lian und Fernando hier am Start. Fernando bin ich sehr mit einverstanden. Jemand schreibt Pick Tyra. Und er switcht auch zu Tyra. Ist, glaube ich, nicht verwerflich. Ja, Tyra it is. Makoa auf jeden Fall immer ein sehr starker Tank, aber Fernando geht auch voll. Und Tyra ist halt immer ein guter Tank, Schredderer. Dafür haben die Gegner jetzt Lia. Ist Lia momentan irgendwie stark oder so? Ah, Androx ist bei den Gegnern, bei uns dann ein Bug als Flankierer. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich gleich hier spielen muss. Okay, wir haben Inara. Ich pick ihm Furia. Die Gegner haben Ceres und Beric noch geholt. Und dann swappen wir gleich mit dem Kollegen. Accepté. Genau. Jetzt wird er sich wahrscheinlich erstmal, nur Level 7 Inara. Ich bin Level 20. Ich bin viel besser, aber ich glaube, das passt schon. Ja, guck, Level 7, oh. Oh, schade. Okay, er geht completely off tank. Okay. Okay, er geht auf Headshots. Er geht auf beide Healen. Er geht auf Netz, er geht auf Damage hier. Sie geht auf das Falsche. Glaube ich, momentan ist das nicht das Richtige. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Cauterize wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Und deshalb hole ich mir den einfach mal. Mal schauen, ob wir hier was machen können. Kluftsteinbruch. So hieß das, Kluftsteinbruch. Genau. Nein. Ich hoffe mal, die Furia heilt gut und ich enttäusche hier die Leute nicht, dass ich hier den Tank dann übernommen habe. Ah, gehen wir mal direkt drauf. Ah, da habe ich die Mauer verkackt. Super. Aber erstmal hier den Dude killen. Sehr gut. Und dann hier auf den... Na, wir sollten erstmal auf die Ceres. Die ist gerade nicht so easy. Wir kriegen hier auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Jetzt hier drauf. Okay, warum genau hat der kein F benutzt? Der will mich hier reinziehen. Ja, noch nicht nah dran gewesen. Na genug. Ah, fuck. Der Beric hat mich hier von der Seite angemacht. Ich will den killen hier. Ah, jetzt kriegt er Heilung hier. Aber erstmal aussperren die Kollegen. Ich bin jetzt viel zu low hier. Ah, ich krieg fett Heilung, Alter. Ah, scheiße. Da waren zu viele Gegner irgendwie. Und ich war irgendwie alleine dann. Ich hole mir einfach noch ein bisschen hier. Ein bisschen gegen den Cauterize. Ja. Der Fernando ist halt irgendwie draufgegangen. Weiß nicht wie. Ah, ich glaube, die Lia ist, glaube ich, ganz gut. So, wir machen jetzt mehr Schaden. Oh, das war super gut. Kappa. Okay. Ah, scheiße. Er blockt. Nein! Jetzt werde ich reingezogen. Den vom Heil... von der Heilung aus, dingsen. Ich muss hier mal ein bisschen hier an der Seite stehen. Ich bin aber... man, die sehen mich auf jeden Fall. Aber ich kriege Out of Combat hier wenigstens. Wir haben auf jeden Fall das Card bekommen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und... nice. Der geht drauf. Gut. So, das Geschütz schon mal down gekriegt da hinten. Ja, dann schauen wir mal, wo sind die Gegner. Hinter uns sind auf jeden Fall Kollegen. Ich glaube... den zu holen wäre gar nicht so schlecht. So. Den holen wir uns ab. Okay. Er geht für die Ulti. Dann hat er sie wenigstens nachher nicht mehr. Ich glaube, das ist gar nicht so
so bad für uns. Wir haben noch genug Zeit. Und das bedeutet, dass er dann gleich am Ende, wenn wir ganz nah dran sind, also wir pushen jetzt das Ganze durch, und dann kann er die nicht mehr zur kompletten Verteidigung einsetzen. Ich hingegen habe meine Ulti dann noch. Genauso wie Fernando und Tyra. Und Furia. Fernando sollte jetzt nicht drauf gehen. Oh, scheiße, das habe ich ja verkackt hier. Da oben ist der Kollege. So, wo seid ihr, Leute? Der kann nicht mehr abhauen. Aber ich muss abhauen. Ich gönne mir hier die Heilung. Ah, Tyran, geh nicht zu deep. Das könnte gefährlich werden. Sag ich doch. Nice. Die erstmal wieder ein bisschen aussperren. Nice, haben wir die. Jawohl, 2-0, Kollegen. 2-0. Nice, nach 5 Minuten hier 2-0. 5er, 5er, 8er Strähne. Alle Ultis. Das sieht super aus, das sieht super aus. Schauen wir uns nochmal an hier, was die Gegner sich so kaufen. Cord Rice auf 3 Leuten. Wir haben Cord Rice auf 2 Leuten. Das könnte später blöd werden, wenn der Fernando sich keinen Cord Rice holt. Der sollte sich das noch holen, keine Ahnung. Agil. Heaven hat der Kollege. Die kriegen mehr Heilung. Ja, okay, wir kriegen mehr Heilung. Dafür haben die ein bisschen mehr Cord Rice. Gleicht sich wahrscheinlich aus. Also wir sind auf jeden Fall hier noch gut dabei. Und gucken mal, was wir dann jetzt so reißen können. Okay. Ich bleib mal ein bisschen hier drauf auf den Punkt, um schon mal die Prozente zu sammeln. Enemy Triple Kill, das hört sich nicht gut an. Okay, hallo. Du kriegst keinen Heal erstmal. Oh doch, er kriegt Heal. Scheiße. Nice. War jetzt nicht die krasseste Ulti, aber... Ich will mein Q gar nicht mehr machen. So. Ich weiß, ich wusste gerade nicht, wie man das abbricht. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall den Punkt. Das ist schön. Und das ist 3-0. Geh nicht zu weit nach vorne. Oh. Oh. War das gut? Nee, glaub nicht. Ich bin zu deep. Ich bin zu deep. Wo ist mein Healing? Da. Danke. Schön. Da kriegen wir Fett Healing. Ich mag die Furia. Die heilt gut. Ah, sie ist down. Fuck, die wurde vom Androxus geholt. Soll ich weiter pushen? Ja, ich push weiter. Ob das gut ist, ist eine andere Frage. Hi. Nice. Aber ich gehe trotzdem drauf. Kacke, Alter, Kacke. Wir uns nochmal den letzten Cord Rice. Ein weiteres. Mehr Heilung von Furia bekommen Teil, um den Cord Rice noch ein bisschen mehr auszugleichen, beziehungsweise so einfach plus Heal zu bekommen. Fernando hat noch seine Ulti. Ich könnte die noch bekommen in der Zeit. Erstmal das Ding drauf gehen lassen. Und dann renne ich hier tatsächlich mal. So. Ja, das hat gut gemacht. Geklappt. Da habe ich die einfach als Inara mal geflankt. Flank Nara habe ich da gemacht. Aber jetzt kriege ich hier tatsächlich gerade dick Damage. Oh, scheiße, Alter. Alter, die Furia ist irgendwie weg oder so. Oh, der pusht weiter. Ah, sind ja alle. 4 sind da ja. Der Fernando hat ja noch seine Ulti. Und ich habe jetzt auch wieder meine Ulti. Das heißt, wenn ich jetzt da auch ankomme wieder... Dann könnten wir das auf jeden Fall schaffen hier.
Bums, Leute. Fuck, das ist hier ja die Ult-Party. Alle ulten plötzlich. Oh nein, jetzt hat der Makoa auch noch geultet. Kacke, Alter. Nicht gut, Kollegen, nicht gut. Ja. Ja. Ist nicht so toll. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist das 3-1. Aber wenigstens hat der Makoa gleich seinen Ulti nicht. Haben wir eine größere Chance, den zu holen. Den Punkt. Und dann gewinnen wir das hoffentlich gleich. Ja, die haben halt Courtrise auf 3, 3 und 1. Wir haben auf 3, 3 und 2. Das heißt, hier sind wir voraus. Wir haben 3 auf Wrecker. Die haben 2 auf Wrecker nur. Wir haben bessere Items. Ja, doch, wir sind von den Items überlegen. Das heißt, wir können das auf jeden Fall gut schaffen. Problem. Barrick Ulti ist noch da, glaube ich. Und Lea Ulti ist auf jeden Fall da. Wir haben nur eine Tyra Ulti. Ja, gucken wir mal, was passiert. Wenigstens die krassen Punkt-Ultis wie Ceres, Makoa, Androx ist nicht mehr da. Auch die können die dann zum Glück auch nicht kombinieren. So, den erstmal hier ein bisschen unschädlich machen. Fuck, der Bug wird draufgehen. Und ich dann wahrscheinlich bald auch. So, ich hau auf jeden Fall erstmal hier ab. So, danke, ich krieg das Heal erstmal. Da kommt erstmal eine Mauer hin. Ja, nice. Wir haben auf jeden Fall jetzt mal hier den Punkt. Fuck, ich krieg gerade fett Damage. Aber da sollte gleich wieder ein Heal kommen. Oh nein, unser Healer ist draufgegangen. Scheiße. Die haben uns gerade auseinandergenommen. Also beziehungsweise der Androx ist ehrlich gesagt, hat uns alleine auseinandergenommen. Fuck, der Androx hat uns gerade auseinandergenommen. Muss man sagen. Androx hat das Ding hier auf jeden Fall close gemacht. Schnön, den gegnerischen Healer weggeholt. Die Tyra Ulti ist da. Bug Ulti haben wir. Wir haben. Ja, da ist die. Jawoll! Victoire, Leute! Da haben wir wieder eine weitere Inara-Runde in Unranked Diamond hier schön gewonnen. Oh, da hat er uns richtig auseinandergenommen, der Kollege. Hat eine gute Ulti gemacht, dann hier einen Triple Kill geholt und mich dann auch noch hinterher. Krasse Sache. Crank! Crank, wie der das abgegangen ist, aber wir haben es am Ende trotzdem geholt, Leute. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir kriegen wieder 16 Punkte dazu. 8, 6, 14 geht klar. Und in dem Sinne würde ich sagen, was ich jetzt schon mal gedacht. Träumt euch eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, Leute. Und ciao, ciao. My niggas are sad.